Späterhaus bringt eine sehr kollaborative Kultur mit, sowieso schon des voneinander Lernens, des sich Vernetzens, des Austauschens, des innovativeren Lernens, würde ich sagen. Also ich sage immer, ein Anspruch eines Kurses der Academy hier im Beta-Haus muss sein, dass am Ende selbst der Workshopleiter sagt so, wow, heute habe ich was dazugelernt. Wir ziehen natürlich einen ganz bestimmten Typ hier auch an im Beta-Haus und schaffen dadurch, dass wir ein sehr kollaborativer Ort sind, ein sehr frei gestaltbarer Ort sind, eine gewisse Kultur des Lernens sowieso schon. Und ich habe das in meinen 3 Jahren als Community Managerin hier im Haus immer wieder beobachtet, wie viel das per se einfach schon passiert und wie viel unglaubliches Potenzial eigentlich da drin steckt. Und wir haben ein Netzwerk von ungefähr aktiven 450 Coworkern, ehemaligen Coworkern, Alumni, mit denen wir in Kontakt stehen, Netzwerkpartnern, Friends and Family. Da sind so spannende Leute dabei. Und das Potenzial herauszuheben und sich mit denen einmal hinzusetzen und ein Workshop-Format zu entwickeln, ist total spannend. Und das sind auch alles Leute, die natürlich dadurch, dass wir uns hier ganz stark in der Kreativwirtschaft, in der digitalen Szene, in der Startup-Szene bewegen, die sehr, sehr dicht am Puls der Zeit sind und die eigentlich Vorreiter sind für das. Und dass die mit den Leuten einen Kurs zu machen, das ist natürlich total spannend. Und die auch Lust auf Innovation und auf neue Impulse haben und das mit reinnehmen in die Kurse. Dadurch sind die Kurse sehr hands-on. Und wie gesagt, es ist eben nicht das Klassische, da vorne steht einer, der bringt mir was bei, Wissen wird von einer Person zur anderen, von A nach B transferiert, sondern Wissen wird genauso kollaborativ gestaltet da an der Stelle. Also ich habe die Kurse, die wir entwickeln, die finden nicht unbedingt einmalig statt, also sondern die sind schon mit dem Anspruch, dass wir die wiederholt stattfinden lassen. Wir haben jetzt ja die ersten Kurse, also wir haben letztes Jahr begonnen mit der Academy, die ersten Kurse im September gestartet. Ich habe jetzt die ersten Kurse, die sich wieder wiederholen, die ich wieder anbiete, aber da habe ich jetzt keinen Raster und sage, so ein Kurs findet einmal im Monat oder alle 3 Monate statt, sondern versuche da eigentlich auch immer in die Community zu hören und auch immer darüber hinausgehende Academy-Community und zu gucken, was ist eigentlich gerade das Thema, wo muss ich was anpassen. Da sind wir super flexibel tatsächlich. Und im Schnitt findet aktuell, würde ich sagen, einmal die Woche ein Kurs hier statt. Tatsächlich ist es im Moment etwas, das wir einfach haben möchten hier im Haus und das wir sehr spannend und als totales Potenzial sehen. Das finanziert sich natürlich über Beiträge, also über Teilnahmebeiträge. Die sind aber relativ niederschwellig tatsächlich angesiedelt. Ebenso wie unsere Mitgliedsbeiträge hier im Haus, weil wir eben sagen, wir wollen eine kreative Durchmischung. Wir wollen nicht nur die schon Etablierten, die sich sowieso eben einen teuren Coworking-Place für irgendwie 250 € im Monat aufwärts leisten können, sondern wir wollen genau die Leute, wie Anne schon sagte, die mit Mut hier reinkommen, die was Neues starten wollen, zusammenbringen mit denen, die schon etabliert sind, damit ein wirklich, wirklich spannender Austausch stattfinden kann. Ich glaube, dass dabei auch wirklich wichtig ist, dass die Academy auch ein Instrument ist, wo wir auch wieder Dinge zurückfließen lassen an die Community, weil wir haben oft Events im Haus, wir haben oft Vermietungen im Haus, die natürlich die günstigen Coworking-Tarife querfinanzieren. Und über eine Academy ist das natürlich auch ein inhaltliches Angebot, um einfach die Community wieder zu involvieren, ihnen wiederum Plattformen zu bieten, um ihre Produkte und ihre Dienstleistungen und ihre Services zu verkaufen. Und wir haben, die Academy ist sozusagen ein erstes Produkt, was wir langfristig auch in B2B-Gedanken zum Beispiel denken können. Als Erweiterung, jetzt erstmal, also als Erweiterung. Die Academy selber ist ein ganz klares B2C-Angebot natürlich für Freelancer, Selbstständige und Gründer. Das war im Anfang tatsächlich möglichkeitsgetrieben, sage ich mal so. Also ich habe in meinen 3 Jahren Community Management hier natürlich ein starkes Gefühl dafür entwickelt, was die Fragen der Leute sind, was die Themen der Leute sind. Ich habe alle neuen Coworker hier immer bei einem Willkommenscafé willkommen geheißen, habe mich mit denen ausgetauscht und hatte gemerkt, es sind immer die 10 bis 20 gleichen Leute, wo ich sage, da sticht so eine Gruppe heraus, wo ich immer wieder sage, ey, mit der Person musst du einmal sprechen. Da ist also so ein starkes Potenzial und eine Qualität da und dann habe ich mir natürlich erstmal diese Leute genommen
und habe mit denen Workshops entwickelt. Und im nächsten Schritt mache ich jetzt auch so eine Painpoint-Recherche, nenne ich das. Also die Frage so, was sind eigentlich die Themen, die bei euch richtig drängen? Also was ist das eine? Wow, das wollte ich immer schon mal lernen. Das ist die eine Spanne des Angebots. Und die andere Spanne des Angebots ist, das muss ich einfach wissen, damit ich als Selbstständiger, als Gründer irgendwie auch weiterkomme. Ne? Also Buchhaltung und Steuern zum Beispiel. Wissen, ne? Genau. Discomfort for Glory, da geht es um Strategien, wie ich mich aus der Komfortzone bewege. Das ist ein toller Workshop, aber so oder der... aber der Schuh drückt ganz oft erstmal bei Buchhaltung und Steuern. Und dann im nächsten Schritt kann ich sagen, so wow, jetzt, ohne dass das eine jetzt weniger wichtig als das andere wäre, aber so ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich eure Pain Points und was ist das, wo die Augen leuchten. Also ich glaube, man kann das Beta-Haus am besten, auch die Community, verstehen, wenn man das in so Zyklen sieht. Also wir haben die aktiven Coworker hier im Haus, also die Mitglieder sind, das sind eben ungefähr 450 Leute. Davon ist ein Teil sehr präsent und ein anderer Teil nutzt die Infrastruktur, nutzt die Community, ist aber vielleicht ein bisschen ruhiger, aber trotzdem sehr wichtig. Und dann gibt es Alumni, Netzwerkpartner, Kooperationspartner, also eine ganze Szene, die noch weit darüber hinausgeht. Also am Ende habe ich wahrscheinlich nicht ein Netzwerk von 450 Leuten, sondern von 1.000, 2.000 Leuten. Ne? Also ich habe, sag mal, ich habe bisher nicht ein Thema gehabt, wo ich gemerkt habe, wow, da wäre eine Need, da würde ich gerne einen Kurs zu machen, wo ich nicht jemanden zu gefunden hätte. Und sei es darüber, dass ich einfach weiß, wen ich hier fragen muss und der weiß jemand Spannenden. Also genau, also ich rekrutiere die Leute quasi über das Netzwerk, über einen ganz klaren Vertrauensbonus, den es dann an der Stelle natürlich auch gibt. Und das finde ich ist auch ein starker Mehrwert der Academy, dass quasi niemand kalt reinkommt, sondern dass es Leute sind, die ich entweder selber schon lange kenne und von denen ich weiß, dass sie nicht nur das Wissen, sondern auch die Präsenz haben, die so ein Workshopleiter braucht, oder dass ich weiß, wen ich fragen muss, der mir jemanden empfehlen kann.